Die Hintergrundmusik lädt so ein bisschen ein, an Herr der Ringe zu denken. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Imperium Romanum. Oh, jetzt wird es aber richtig schön. Wir sind jetzt in der vierten Mission, beziehungsweise eigentlich Karalis, Genua. Genua, die vierte Mission. Ich war jetzt eben am Überlegen, welche wir schon hatten und welche nicht. Das ist natürlich ein bisschen irritierend, dadurch, dass die ein oder andere Mission ja schon mal von mir vorgespielt wurde. Auf geht's, ab nach Genua. Der Sieg im Zweiten Punischen Krieg war hart erkämpft. Rom stand kurz vor der Niederlage gegen Karthago, als Hannibal Iberia einnahm und in Italien einmarschierte. Genua blieb Rom gegenüber loyal und wurde vollständig vernichtet. Dir steht eine große Herausforderung bevor. Führe Genua zu alter Größe zurück, indem du diese strategisch wichtige Region wieder zu einem blühenden Handels- und Fischereihafen aufbaust. Schade, dass wir das mit Hannibal und den Elefanten nicht mitbekommen. Das war ja in Caesar der Fall. Aber ist egal, wir bauen es auf jeden Fall wieder auf. So, da sind wir schon in Genua. Schon ist gut. Gucken wir uns mal um. Wir haben lediglich hier am Hafen bzw. Zur See hin einen kleinen Posten, wo auch unser Forum steht. Wir haben verschiedene Brunnen, die aktuell nicht mit Wasser gespeist werden. Das heißt, da müssen wir jetzt noch irgendwie versuchen, Wasser reinzubringen. Aber ich glaube, das kommt nachher von alleine, denn die wurden ja schon mal hier vorne gebaut. Also theoretisch müsste es funktionieren. Zur Not können wir auch einfach das Reservoir weiter nach oben ziehen. Dann haben wir hier oben links einen Handelsposten, der schon mal uns gehört, beziehungsweise ein Warenlager, ebenfalls mit einem Brunnen. Wir haben auch hier die Möglichkeit, noch Steinvorkommen mit abzubauen. Das heißt, wir haben ja keine Probleme, was Stein angeht, aber hier unten haben wir sowas eben nicht. Da haben wir nur Marmor. Heißt, wir müssen sogar oben Steine abbauen, ansonsten kriegen wir Probleme. Vielleicht werden wir uns auch hier oben mit hin pflanzen. Es dürfte ja wesentlich angenehmer sein. Dann haben wir hier drüben auch nochmal ein Goldvorkommen und hier links noch ein Eisenvorkommen. Huch. Ups, sorry. Und das sind auch die einzigen beiden, die wir dann zusätzlich noch haben. Ansonsten haben wir hier drüben nur noch mal das Barbarendorf, ebenfalls mit einem Goldvorkommen, das wir aber nicht benötigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwann noch mal angreifen. Vielleicht sind sie auch bloß zur Zierde da. Zur Not haben wir hier oben noch ein Reservoir, das wir nutzen können, um Wasser dann auch rüber zu speisen bis hierhin. Aber ich glaube, das geht so. Denn hier haben wir einen kleinen See bzw. Teich, Tümpel, wie auch immer, wodurch dann der Brunnen betrieben wird. Heißt, wenn wir das jetzt hier nicht großartig nutzen sollten, dann könnten wir uns hier oben erst einmal niederlassen. Ich würde es versuchen, ich würde es drauf ankommen lassen. Also bauen wir erstmal. Und zwar Holzförderhütten. Und bitte auch schon mal ein Steinvorkommen abmetzeln. Dann brauchen wir eine Straße, die sich einmal bis hier vorne erzieht. Und hier hoch werden wir auch noch ein bisschen was bauen, denn dort kommen die ganzen Häuser nachher hin. Starten wir nicht mit den ersten Häusern, denn wir haben gar kein Geld. Dir wurden 5000 Denari zugesprochen, um die Stadt Genua wieder aufzubauen. Gut, nehme ich, Dankeschön. So, jetzt haben wir wenigstens genug Geld. 2, 3, 4, 5, 6. So, das reicht und damit ist die Pause erst einmal unterbrochen. Okay, das erste wird aufgebaut. Dann brauchen wir hier später auch einen Altar, aber ich glaube nicht, dass wir schon Steine haben, oder? Na doch, 50 Steine haben wir, dann können wir hier zumindest schon mal den Altar mit hinsetzen. Dann haben die hier keine Probleme diesbezüglich. Ja, stellen wir hier oben mit hin. Wir werden hier wahrscheinlich auch noch weitere Häuser bauen. Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz fest aus, denn wir brauchen ja auch noch Leute, die auf den Farmen arbeiten. Farmen werden ebenfalls wichtig. Oh, wir haben keine Weizenfarm. Wir können Fisch abernten, das ist auch das Einzige. Wenig Siedler. Ja, eigentlich ja nicht, ne? Wir haben ja gerade erst angefangen. Warum sollten wir wenig Siedler haben? Es sind noch genügend Leute da. Die müssen ja erst groß werden. Okay. Dann brauchen wir aber hier unten trotzdem Leute, denn wir haben sonst kein Essen. Wir brauchen Fisch. Das bedeutet, wir ziehen eine Straße runter. Einmal so hin und einmal so hin. Und dann kommen hier auch noch weitere Häuser mit hin. Und offensichtlich reicht das mit den Brunnen sogar bis hier vorne. Das bedeutet, ich muss das Reservoir aber trotzdem noch einmal hochstellen.
was nicht funktioniert, weil dort der Tümpel im Weg ist. Ach Mensch. Dann machen wir es halt anders. Dann gehe ich von hier aus. So. Würde auch noch weitergehen, aber das würde oder reicht erst einmal aus. Dann bauen wir hier jetzt gleich die Fischereihäfen mit hin. Solange wir noch Holz und Stein haben, sollten wir auf jeden Fall alles so weit aufbauen, was für uns wichtig ist. Aber wie gesagt, wir können kein Weizen herstellen und wir können auch kein Fleisch herstellen. Trotzdem haben wir aber die Bäckerei und die Metzgerei. Heißt, wir müssen das importieren. Gleichzeitig müssen wir aber auch darauf achten, dass wir sehr viele Waren exportieren, sodass wir dann zumindest ein bisschen Geld machen, um das auch alles einkaufen zu können. Den Leuten hier geht's gut, das Vermögen ist nicht so hoch. Aber wir könnten schon mal die Bäckerei bauen. Obwohl, nee, ich brauche erstmal eine Lehmgrube. Lehmgrube kann ich hier mit ransetzen. Das ist in Ordnung. Wird dann auch gleich reingetragen. Dann ist das immer gleich zur Verfügung stehend. Ihr bekommt jetzt gleich das Reservoir. Dann bekommt ihr hier jetzt auch nochmal einen Altar mit dazu. Stelle ich mal weiter unten hin. Dann deckt das noch ein bisschen mehr ab. Und wir sollten eine Farm bauen. Und zwar eine Weinfarm. Vielleicht können wir Wein verkaufen an irgendwelche umliegenden Dörfer, Städte, wie auch immer. Das wäre optimal. Dann haben wir da wenigstens schon mal Ruhe. Außerdem bauen wir noch einen Steinbruch? Nö. Ich baue jetzt erstmal einen Handelsposten. Ich bin gespannt, was wir verkaufen können. Einen Markt brauchen wir noch. Und demnächst eigentlich noch eine Schule. Aber da warte ich noch, bis wir genügend Mehl haben. So, dann macht mal schneller. Beeilt euch. Wir müssen sehr viel einkaufen und verkaufen. Keine Siedler. Na doch, ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Die Schule bauen wir nachher. So, Fisch. Noch mehr Fisch. Dann haben die hier wenigstens einen Job. Freut mich. Und Wasser kommt weit genug, um die hier glücklich zu machen. Und schon sind Leute eingezogen. Alles ist okay. So, mach mal kurz langsamer. Jetzt gucken wir erstmal, wir haben noch 3900 Denari. Was können wir denn verkaufen? Wir können Stein verkaufen und das relativ gut. Es ist ja auch noch relativ viel Stein da. Wir könnten außerdem Mehl verkaufen, wenn auch nicht ganz so teuer. Leinen könnten wir auch produzieren. Stoffe leider nicht. Also die können nicht verkauft werden, aber zumindest könnten wir die ordentlich herstellen. Das ist gut. Dann verkaufen wir erstmal Steine. So, viel Spaß. Stelle ich hier nämlich noch einen Steinhauer mit hin. Dann haben wir immer genug Steine. Rohstoffknappheit, Arbeiterknappheit und große Leistungen. Das sind die Dinge, die uns auszeichnen. Sehr schön. So, ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr bekommt noch einen Marktplatz mit dazu, weil ich sehr freundlich und sehr nett bin. Hier drüben bauen wir jetzt erstmal die Schule mit hin. Dass wir weitere Siedler bekommen. Nö, kann hier stehen. Außerdem eine Präfektur wäre nicht schlecht. Und noch mehr Häuser für noch mehr Leute. Guti, das läuft soweit. Holz kommt jetzt nach und nach wieder mit rein. Kann ich mich verteidigen? Nein. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie Krieg zu führen. Das heißt, die Barbaren da hinten sind uns relativ egal. Und die Fischerhütten werden erbaut. Sie werden auch gleich ihre ersten Leute bekommen, die dort arbeiten, hoffe ich zumindest. Denn bisher arbeitet da noch niemand. Ah, jetzt. Sehr gut. Holt euch euer Geld, Mensch. Das ist alles Kohle, die euch sonst verloren geht. Das wäre doch schade. Keine Siedler. Ja, warte ab. Die kommen noch. Lass erstmal die Schule stehen und dann ist alles gut. Fisch wird schon mal verkauft. Wurst haben wir noch nicht, Stoffe haben wir noch nicht. Die Leute werden sich ihr Geld jetzt erst einmal verdienen. Das ist in Ordnung. Wie sieht es allgemein aus mit der Arbeitslosenquote? 4 arbeitslose Frauen haben wir noch. 7 freie Arbeitsplätze. Das heißt, die Sklavenarbeit hier drüben ist gerade so noch entspannt. Ich sollte hier auch nochmal eine Sklavenunterkunft bauen. Gut, und wir verkaufen schon mal Steine. Damit machen wir unser erstes Geld.
Das heißt, wir werden das Ganze jetzt einmal ausbauen. Jupiter, König der Götter, macht bei jedem Ausbau des Forums werden zahlreiche Bürger glücklich. Zack. Na, seid ihr glücklich? Ich bin's auf jeden Fall. Sehr schön. Da wir die Weinfarm errichtet haben, müssten jetzt eigentlich ganz viele ja auch Arbeit gefunden haben. Es gibt noch ganz viele Leute, die in der Stadt fehlen. Vielleicht sollten wir uns darum kümmern, doch nochmal das ein oder andere Gebäude mit dazu zu setzen. Ihr habt ja hier alle Möglichkeiten. Ihr habt hier den Altar. Ihr habt hier einen Brunnen, der euch Wasser gibt. Ihr habt einen Marktplatz, der alles bereitstellt. Wo auch immer er ist, da. Hauptsächlich Fisch. Das ist besser als nichts. Und dann kümmern wir uns jetzt um Stoffe, die unsere Leute dann auch noch brauchen. Und ich brauche unbedingt den Einkauf von Fleisch und Weizen. Das wird wichtig sein. Stellen wir hier noch weitere Leute mit hin. Das müsste in Ordnung gehen. Können wir nämlich die Bäckereien auch hier mit ransetzen. Brauchen allerdings noch mehr Häuser, die für uns Arbeitskräfte bereitstellen. Oh, die sind garantiert wieder völlig überfordert, unsere Sklaven, aber da müssen sie durch als Lurch, wenn sie ein Frosch werden wollen oder eben ein Bürger Roms. Wir haben nicht so viel Holz. Theoretisch wäre auch ein weiterer Holzfäller nicht verkehrt. Aber ich muss erstmal eine Flachsfarm versorgen, deswegen bauen wir die jetzt auch schon mal. Und dazu dann auch gleich den Schneider. Und hier kaufen wir jetzt Fleisch ein aus Rom. Ist relativ teuer, aber ist in Ordnung. Da arbeitet keiner. Ja, wir haben keine Leute. Das ist das Problem. Erstmal haben wir kein Holz. Das ist noch ein viel größeres Problem. Ich baue das jetzt mal selber aus hier. Was ist das? Baupriorität erhöhen. So, weitere Leute, die können jetzt hier arbeiten. 8 arbeitslose Frauen haben wir. Puh. Dann kündigst du mal bitte deinen Job. Darf denn eine Dame anfangen? Wenn die anderen Teile erstmal fertig sind, dann haben wir ja wieder für mehr gesorgt. So, 8 freie Arbeitsplätze. 7 arbeitslose Frauen. Hauptsächlich sind die hier unterwegs. Aber wir können auch hier nochmal dafür sorgen, dass diese ganzen Herren der Zunft einfach mal rausgehen, damit dann auch wirklich Damen anfangen können. Manche sind arm, ja. Okay, die ganzen Arbeitslosen sind hier drüben. Das ist schlecht. Dann bauen wir hier auch nochmal einen Handelsposten, um Wein zu verkaufen. So, verkaufen. Oh, Wein kann man gar nicht verkaufen. Na super. Es brennt. Gut, dass wir hier einen Präfekten mit hingestellt haben. Die löschen jetzt erstmal alles. Und es regnet. Theoretisch reicht das doch, oder? Verdammt. Hier sind noch ganz viele freie Arbeitsstellen. Schade, dass die nicht rüberziehen können. Aber ich wüsste auch nicht, was wir jetzt noch großartig verkaufen können. Wir hätten noch Mehl und Fleisch, aber das müssen wir sowieso importieren. Leinen könnten wir höchstens noch verkaufen, aber das ist ja nicht besonders viel, was wir dafür kriegen. Außerdem müsste ich dann noch eine Leinenfarm bauen. Und das würde sich nicht lohnen. Gebäudeinstandhaltung klappt hier drüben nicht. Wahrscheinlich, weil uns die Baumaterialien fehlen. Genau, hauptsächlich Holz. Dann bauen wir hier oben noch einen Holzfäller mit hin. Das ist wieder ein Arbeitsplatz, der entsteht, der unsere Leute glücklich macht. Bitteschön. Antonius Caesar arbeitet dort. Aufstand. Das auch noch.
Ihr müsst den Aufstand nicht proben. Alles ist gut. Hier unten fehlen noch ganz viele Leute. Ich baue jetzt die Häuser selber fertig. Das ist mir sonst einfach zu doof. So, es brennt schon wieder. Hier oben der Markt. Da läuft der Pöbel und zündet das nächste Gebäude an. Den Handelsposten. Damit, womit wir Geld verdienen, um euch überhaupt erstmal alles aufbauen zu können. Ihr seid so schlau, ihr seid so intelligent. Genau, löscht alles. Ja, was machen wir denn? Wir können gar nicht mehr so viel verkaufen. Marmor und Olivenöl wäre noch drin. Das heißt, wir bauen jetzt eine Olivenölfarm und werden auch hier nochmal dafür sorgen, dass ganz viele Leute Arbeit finden. Und dann werden wir das halt verkaufen. So, jetzt müssten aber wirklich alle einen Job haben. 4 freie Arbeitsplätze. Aber wenigstens geht die Arbeitslosenquote weiter runter. Das heißt, die Leute, die werden wieder mehr Geld haben, werden wieder weniger aufständisch sein. Hier ist nur einer wütend, sonst keiner aufständisch. Hier sind 4 aufständisch. Warum? Was habt ihr für ein Problem? Ich baue euch mal noch eine weitere Schneiderei mit hin. Dann kann hier noch mehr abgearbeitet werden. So, und hier verkaufen wir jetzt Olivenöl nach Rom. So, Forum wird ausgebaut, dann haben wir hier nochmal weitere Altäre. Und wir gehen hier rüber und holen uns Marmor, damit wir den auch noch verkaufen können. Oder? Nö, wozu? Läuft gerade so schön. Ja, Holz wird wieder mehr. Wir werden auch mehr Lehm bekommen, wir werden auch mehr Steine kriegen, auch wenn wir die natürlich hauptsächlich verkaufen. Aber was das Finanzielle angeht, sind wir eigentlich gut dabei. Ausbau zu Stufe 4, jeder bekommt 100 Denari. Wäre nicht schlecht, wäre gut. Aber ich bin erstmal froh, wenn unsere Sklaven mit allem soweit klarkommen. Die Gebäudeinstandhaltung ist mir egal, das kriegen die schon hin. Wir haben nur noch 2 arbeitslose Frauen und 5 freie Arbeitsplätze. Hervorragend. Dann bauen wir jetzt alles andere, was wir im Prinzip noch nicht gebaut haben. Wie zum Beispiel eine Taverne. Können wir wieder nach den Bedürfnissen der Leute fragen. Und keiner ist mehr aufständisch. 6 sind noch wütend, aber das ist okay. Damit kann ich leben. Wichtig ist, dass wir die Nahrungsmittel in großer Zahl bereitstellen und da fehlt eben Brot und Wurst. Das wollten wir einkaufen. Fleisch haben wir schon. Aber ich habe noch gar keinen Metzger gebaut. Und hier fehlt uns Weizen. Kann ich nicht einkaufen. Muss ich wahrscheinlich über den Seeweg beziehen. Das ist aber nicht schön. Dann bauen wir jetzt erstmal den Metzger mit hin. Was ist hier los? Instandhaltung geht nicht. Keine Steine. Ja, warte, dann stelle ich den Verkauf erstmal ein. So, dass wir wenigstens ein paar Steine haben, um die ganzen Gebäude hier zu reparieren. Sonst sehen wir irgendwann alt aus. Da arbeitet keiner. Warum nicht? Jetzt haben wir hier wieder zu wenig Leute. Zu viele freie Arbeitsplätze. Holz ist wieder genug da. Stein wurde auch gebracht. Damit können wir jetzt alles andere hier reparieren und fertig machen. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich muss ja hier unten irgendwie runter. Und ich muss noch irgendwie an den Marmorsteinbruch. Aber das ist alles zu weit weg. Wir könnten hier höchstens ein Warenlager errichten. Das machen wir später. Drei sind aufständisch. Warum? Alle haben noch Jobs, oder? Es gibt nur noch 4 arbeitslose Frauen, aber 7 freie Arbeitsplätze.
Da fehlt sogar noch einer. Nun, ihr könnt auch einfach ein Abo und ein Like da lassen. Dann haben wir es schnell hinter uns.